Hallo, ich bin Michael Meyerspinner von der Stadtbibliothek und ich lese für den Adventskalender eine Kurzform von unserer literarischen Mittagspause. Und ich lese aus Julia Bernhardt, wie gut, dass wir darüber geredet haben, mit freundlicher Genehmigung des Savant Verlags. Weihnachten können wir wahrscheinlich nicht alle wie gewohnt bei unseren Familien verbringen. Und das erste Kapitel, was ich hier heraus lesen möchte, zeigt, dass es vielleicht nicht immer schlecht ist, Weihnachten nicht bei seiner Familie verbringen zu müssen. Das Kapitel heißt Faule Eier. Wo hast du eigentlich deinen Freund gelassen? Oma, ich habe keinen Freund. Du hättest ihn ruhig mitbringen können. Oma, ich habe keinen Freund. Aber in deinem Alter hat man doch einen Freund. Oma, ich habe. Ich verstehe das nicht. So hässlich bist du nun auch wieder nicht. Danke, Oma. Die Klara hat jetzt auch einen Freund. Ich sehe es. Zieh nicht so ein Gesicht. Das gibt Falten. Da nimmt dich erst recht keiner mehr. Und mit Urenkeln wird's dann auch nichts. Der Mager ihrer Anja hat schon ihr zweites Kind bekommen. Soll ich dir ein Foto zeigen? So ein süßer kleiner Bub. Sieht aus wie ein Presssack. Was hast du gesagt? Gar nichts. Jedenfalls war die Anja beim zweiten Kind schon 38. So lange sollst du auf keinen Fall warten. Die Eier werden ja auch nicht frischer. Können wir jetzt bitte über das Wetter reden? Der Kleine ist wirklich herzig. Ein Glück, dass er nicht behindert geworden ist bei so einer alten Mutter. Früher haben wir nicht so ein Geschiss gemacht von wegen Selbstverwirklichung. Da wurde mit 20 geheiratet und dann wurden Kinder bekommen. Aber ihr jungen Leute, ihr wartet lieber, bis euer Erbgut schon halb vergammelt ist. Und dann wundert ihr euch, dass die Kinder heutzutage alle verhaltensgestört und dumm wie Brot sind. Oma, ich weiß gar nicht, was ich da noch. Möchte jemand einen Verdauungsschnaps? Ich hätte gern zwei. Was sagt denn dein Freund dazu, dass du so säufst? Ich muss langsam gehen, der Hund muss ausgeleert werden. Aber du kannst auch schnell rüber auf den Grünstreifen und dann wiederkommen. Es gibt noch Nachtisch. Nee, der ist ganz sensibel. Der kackt nur in seiner gewohnten Umgebung. Sowas habe ich ja noch nie gehört. Tierheimhund, total traumatisiert, was will man machen? Ich habe dir damals gesagt, kauf keine Tüle, keine alte Tüle gebraucht im Internet. Weiß der Geier, wie gestört er am Ende ist. Hättest du mal auf mich gehört, Fräulein? Ja, Oma, ist recht. Ich mein's doch nur gut mit dir, Kind. Aber du machst ja doch, was du willst. Wir zwei gehen dann mal. Tss, Fräulein hektisch, immer auf der Flucht. Na dann, tschüssi, gell? Na dann, frohe Weihnachten, gell?